Ich glaube, die sind sauber, Nash. Bist du sicher? Der große Kerl da hat die alles in Brand gesetzt. Lass deine verdammten Pfoten von mir! Na. Wer wird denn hier einen Pakt mit Feuerdämonen abschließen? Du großer, böser Junge. Du bist genauso verrückt wie ich. Lass sie gehen, Nudge. Ich glaube, sie sind wirklich sauber. Nichts für ungut, Kumpel. Ich bin Major Patrick Buckland von Blackwatch, Office of Strategic Services. Und das ist Corporal Nigel Barndon. Sorry für den ruppigen Empfang, aber es ist schon lange her, seit wir das letzte Mal neue Gesichter sahen. Pat Buckland? Derselbe Pat Buckland, der neben Alistair Crowley im OSS gedient hat? Sie kannten meinen Vater, Gideon Rawlings. Wir gehören zu Jericho, genau wie ihr. Hol's der Teufel. Das heißt, der Spalt ist wieder offen? 65 Jahre. Mehr nicht? Gott sei Dank mussten wir nicht so lange warten wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal? Das ist eine etwas längere Geschichte. Hier in der Pyxis folgt das Leben seiner eigenen seltsamen Logik. Keine der üblichen Regeln gelten hier. Tod, Hunger, Tag, Nacht. Wenn du stirbst, fressen dich die Fliegen und wenn du wiederkehrst, siehst du zwar immer noch aus wie ein Mensch, aber du gehörst dem Erstgeborenen. Ihr habt doch schon vom Erstgeborenen gehört, oder? Gott erschafft dieses Ding, merkt, dass es zu mächtig ist und beschließt, es von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Aber er kann es nicht umbringen, also baut er die Pyxis. Diese Kiste, wenn man so will. Ein Stück reale Welt zusammengezimmert als eine Art Spielzeugkiste. Und wir sind das Spielzeug. Und das Erstgeborene sitzt nur da und wartet, bis ein armer, desillusionierter Bastard es befreit. Aber diesmal wächst es und wird größer. Und als es der Menschheit gelingt, es wieder wegzusperren, nimmt es ein kleines Stück unserer Welt mit in sein Gefängnis. Und wieder wartet es, wird immer stärker. Und als es wieder freikommt, nimmt es wieder ein Stück unserer Welt mit. Und jedes Mal werden 7 arme Bastarde mit der Gabe der Hexenkunst in den Spalt ausgesandt, um es zu fangen und wieder fortzusenden. Bis es erneut geschieht. Was war das? Ungebetene Gäste. Die Geschichte werden wir ein andermal zu Ende erzählen. Wir müssen euch an der Stellung der Krauts vorbei und zum Spalt bringen. Wo ist der Teufel? Also dann, Freunde, bleibt zusammen und folgt mir. Dass dich das Erstgeborene wieder als etwas auferstehen lässt, das es sich zunutze machen kann. Tut mir leid. Ganz abgesehen davon, wenn wir den Spalt nicht schließen, wird das Erstgeborene entwischen und innerhalb weniger Wochen oder sogar Tage die gesamte sterbliche Welt in Besitz nehmen. Und dann würden unsere schöne Welt und alle Menschen, die wir lieben, so werden wie das hier. Thank you.
Simone. Gute Arbeit, Freunde. Ich sage das nur ungern, aber ich glaube, wir kriegen Ärger. Sie haben das Tor zur nächsten Ebene der Pyxis direkt über den Tempelruinen errichtet. Wir müssen euer Team so nahe wie möglich heranbringen. Die Krauts denken, sie wären uns einen Schritt voraus. Wenn sie wüssten, dass Private Tuck das gesamte Areal vermint hat, für den Fall, dass sie uns überrennen. Bereit, ihnen den Arsch aufzureißen, Tuck? Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, wir sind in der Hölle. Feind in Sicht. Sie haben Tuck! Verdammt! Wir müssen diesen Detonator irgendwie zünden! Jericho, Sperrfeuer! Abby, meinst du, du kannst den Detonator treffen? Feind in Sicht! Halt durch, Schätzchen! Hilfe ist unterwegs! Zielobjekt neutralisiert! Tut mir leid, Sir. Das kommt nicht mehr vor. War's das? Waren das alle? Wartet hier! Vorwärts! Ich habe noch eine Kreuzung der Leylinien entdeckt. Natürlich hast du das. Sie sollten durch dieses Tor marschieren, über den Pfad der Seelen und von dort. Die ganze Welt. Die Krauts haben das Tor direkt über dem Spalt aufgebaut, der tiefer in die Pyxis hinabführt. Also müssen wir euch zuerst heil da durchbringen. Wenn ihr hier rauskommen wollt, müsst ihr euch mit Lichthammer anlegen. Ihr seid wirklich nicht zu beneiden. Da kommen sie! Geht in Deckung!
hat ihn erwischt. Das war der letzte. Zumindest fürs Erste. Hast dir ganz schön Zeit gelassen, was? Ach, da hab ich ja gerade noch mal die Kurve gekriegt. Deckt eure Flanken! Da ist einer. Pass auf, wo du mit dem Ding rumwedelst! Zeitschleife. Du glaubst, Scheißkerl! Hilf dir doch, verdammte Kerl! Wir werden beschossen! Hilf dir! Hier kommt das, worauf du gewartet hast! Ich habe noch eine Kreuzung der Leylinien entdeckt. Natürlich hast du das. Sie sollten durch dieses Tor marschieren, über den Pfad der Seelen und von dort. Die ganze Welt. Die Krauts haben das Tor direkt über dem Spalt aufgebaut, der tiefer in die Pyxis hinabführt. Also müssen wir euch zuerst heil da durchbringen. Außer Gefecht. Cole braucht Hilfe! Kann ich irgendwie helfen? Wir sitzen in der Falle. Hier lang!